der Arbeit. Arbeit? Oh, verdammt. Sie ist irgend so eine Zeitungskolumnistin. Kommt ab und zu her. Gibt ein gutes Trinkgeld. Was trinkt sie? Für gewöhnlich Bier. Aber heute Grey Goose Martini. Dirty. Hi. Mir ist aufgefallen, dass Ihr Glas fast leer ist. Deshalb habe ich mir die Freiheit genommen, Ihnen noch einen Apfelmartini zu bringen. Danke sehr. Und Sie werden es nicht glauben, doch irgendwie sehen Sie aus wie meine nächste Freundin. Wie ist Ihr Name? Freunde nennen mich Chip. Können Sie denen nicht sagen, die sollen das lassen? Das war witzig. Hören Sie, Chip, ich weiß, was das für einen Mut erfordert, sich aufzuraffen, herzukommen und zu versuchen, aus heiterem Himmel eine Beziehung herzustellen. Also nehmen Sie das jetzt nicht persönlich. Sie haben fantastische Augen. Danke. Versuchen Sie zuzuhören. Das hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun. Doch, ich habe kein Interesse. Aber danke für das Kompliment, dass Sie hergekommen sind. Gern geschehen. Also, mögen Sie kubanisches Essen? Chip, ganz ehrlich, das war kein Code für geben Sie sich mehr Mühe. Sind Sie immer so verschlossen und haben Angst, dass der richtige Mann kommt und Ihnen mal zeigt, wo es in der Liebe lang geht? Entschuldige die Verspätung, Schatz, ich habe kein Taxi bekommen. Wie war dein Meeting? Oh, naja, es gab einen Anfang, ein Mittelteil und ein Ende. Hat mich gefreut, Chip. Ja, mich auch. Nun, einerseits ist es schwierig für einen Mann, jemanden auch nur anzusprechen, der so aussieht wie Sie. Aber andererseits sollte das nicht Ihr Problem sein. Man hat's nicht leicht im Leben. Nicht, wenn man genau aufpasst. Ich meine, Sie senden die richtigen Signale. Keine Ohrringe, 3 Zentimeter Absätze, das Haar hinten zusammengebunden, Sie tragen eine Lesebrille, haben aber kein Buch dabei. Sie trinken einen Grey Goose Martini, was bedeutet, dass Sie eine Höllenwoche hinter sich haben und Bier nicht gereicht hätte. Und wenn das nicht deutlich genug war, ist da ja immer noch das Verpissdich, das Sie auf Ihre Stirn gestempelt haben. Denn wer glaubt schon, dass es einen Mann gibt, der sich neben eine Frau setzen könnte, die er nicht kennt und ein echtes Interesse an ihr hat, wer sie ist, was sie macht, ohne dabei einen Hintergedanken zu haben? Ich wüsste nicht mal, wie sowas aussehen sollte. Und was würde so ein Kerl dann sagen? Nun, er würde sagen, mein Name ist Alex Hitchens und ich bin Berater. Aber sie wäre nicht interessiert, weil sie vermutlich bloß die Sekunden zählen würde, bis er wieder abhaut. Weil sie denken würde, er wäre doch nur wie jeder andere Kerl. Was, wie das Leben sie gelehrt hat, quasi eine Gewissheit ist. Aber dann würde er nach ihrem Namen fragen und was sie beruflich macht. Und vielleicht erteilt sie ihm eine Abfuhr. Oder vielleicht sagt sie auch... Ich bin Sarah Milas. Ich schreibe die Klatschkolumne beim Standard. Und dann würde er all die bohrenden Fragen nach ihrem Beruf stellen, weil er aufrichtig, wenn auch untypischerweise, interessiert wäre. Nein. Nein? Er wäre interessiert. Aber er würde schnell einsehen, dass er sie absolut unmöglich dazu bringen könnte, zu erkennen, dass er es ehrlich meint. Na, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn er witzig wäre, charmant und erfrischend originell. Bringt nichts. Finden Sie das nicht auch furchtbar? Eigentlich nicht. Die beiden würden wahrscheinlich weitermachen und das Leben führen, das sie eingeschlagen hatten. Wenn Sie mich fragen, die würden prima zurechtkommen. War schön, Sie kennenzulernen, Sarah Milas. Ein Grey Goose Martini von dem Herrn, der gerade gegangen ist. Mm-hmm.